So, da bin ich mir beim Let's Play Another Code. Und wir werden jetzt das machen, was uns jetzt wieder erwartet. Aber davor sollte ich mir die wichtigsten Dinge noch einmal ins Gedächtnis zurückrufen. Schließlich will ich sie ja nicht vergessen. Mit dir zusammen habe ich die Villa der Familie Edward betreten. Ich dachte, Papa wäre hier. In der Eingangshalle fanden wir zwei Bilder und eine Skulptur von zwei Vögeln. Diese Vögeln bewachten den Schlüssel zum Goldvogels. Genau, das Zimmer des Goldvogels. Dieses Zimmer habe ich mit dem Kleeschlüssel geöffnet. Um ihn zu bekommen, habe ich die Silbermedaille verwendet. Und die war im Weltszimmer. In Weltszimmer habe ich dann einiges erfahren. Leonard Lavens einziger Sohn verließ seinen Vater. Früh verstorben hinterließ er zwei Kinder. Die Namen der beiden Kinder, die Lavens bei sich aufnahm, lauteten Henry und Thomas. Lavens machte zwei Zimmer für die beiden zurecht. Die Namen der Zimmer waren Zimmer des Goldvogels und Zimmer des Silberflügels. Genau. Warum ich immer Flügel sagen will, keine Ahnung. Genau, das Zimmer des Go Silbervogels. Wer ist der Vater von D? D kann sich an den Namen immer noch nicht erinnern. Auch ich selbst habe Papa noch nicht gefunden. Aber immerhin habe ich schon einen Hinweis auf ihn gefunden. In Wells Zimmer habe ich eine Dustkarte gefunden. Die Nachricht darauf besagte, dass Papa hier in der Villa ist. Dann gab es noch die Nachricht auf dem weißen Notizblock. Da stand auch ein Name und dieser Name lautete Bill. Genau, auf dem Zettel stand Bill. Wir kommen, wird kommen. Aber wer ist dieser Bill? Und um weiterzukommen, musste ich im Musikzimmer das Rätsel des Bücherregals lösen. Um die Melodie herauszufinden, musste ich drei Bücher finden. Also fand ich das Y-Buch, das M-Buch und das R-Buch, glaube ich. Na, das R-Buch war von Anfang an in dem Regal. Oh Gott, welches Buch war denn das jetzt? Ich habe nicht genau aufgepasst. Das Y, dann war es das E-Buch. Genau, das E-Buch aus dem Zimmer des Goldvogels. Ich habe die geheime Melodie auf dem Piano gespielt und dadurch habe ich die Geheimtür geöffnet. Papa wartet auf mich. Jetzt bin ich schon bis hierher gekommen. Bald können wir uns treffen. Also gut, das vergesse ich bestimmt nicht mehr. Kapitel 3: Erinnerungen an Fanny. Oder Franny oder wie auch immer man die ausspricht. Und wir sind jetzt natürlich durch das Musikzimmer gegangen, ohne mich zu fragen. Und werden nun gleich in die erste Tür reingehen. So, Atelier. So, was ist denn das? In der Werkzeugkiste liegt etwas. Ein Hammer. In der Kiste steht ein Hammer. Und eine Filmrolle. Ein aufgerolltes Papier mit wilden und weißen Stellen. Die wird noch wichtig. Jetzt gehen wir jetzt mal auf unser das und löschen ein paar Bilder, die wir nicht brauchen. So, weg damit. Eine Zeichnung auf dem Tisch. Das Zeichenpapier ist neu. Auf der Zeichnung sieht man ein Mädchen mit langen Haaren. Wer mag das bloß sein? Ah, was ist denn?
Das ist signiert, da steht Richard. Und wer ist Richard? Mein Papa. Dein Papa? Er hat das gezeichnet? Ich glaube schon. Die Zeichnung zeigt also, ja, wahrscheinlich mich, so wie ich in Papas Vorstellung aussehe. Ja, tatsächlich, das bist du, Ashley. Aber was ist denn? Ich sehe doch ganz anders aus. Ich habe keine langen Haare, ich bin auch nicht so hübsch. Und jetzt? Mein Papa würde mich vielleicht gar nicht wiedererkennen. Kann ich davon kein weiteres? Eine unfertige Zeichnung. Das ist Papas Unterschrift. Anscheinend nicht. Dann nehme ich meine Karte mit. Da liegt etwas. Eine Speicherkarte für das Karte erhalten. Du steckst die Karte in das. In das. Das sieht aus wie eine Nintendo DS. Aber es heißt eindeutig das. Meine liebe Ashley, bis hier bist du also schon gekommen. Ich bin so froh, dass du nach mir suchst, Ashley. Ich erwarte dich in meinem versteckten Labor. Und ich freue mich darauf, dich bald zu treffen. In seinem versteckten Labor. Dort wartet Papa auf mich. Meine Güte, kann er nicht einfach an einem Ort bleiben? Ashley? Fragezeichen. Was siehst du dir an? Eine Nachricht von Papa. Papa erwartet mich in seinem versteckten Labor. Ein Labor in dieser Villa? Ja, gibt es hier denn kein Labor? Ich weiß es nicht. Es gibt bestimmt eins. Ashley, sag mal, was macht dein Papa in dieser Villa? Und warum kommt er dich nicht abholen? Das ist doch merkwürdig, oder? Natürlich ist es merkwürdig und ich habe keine Ahnung, warum er nicht zu mir kommt. Aber deshalb suche ich ihn ja. Ja, klar, entschuldige. Und was haben wir hier? Eine Zeichnung auf der Staffelei. Die Zeichnung zeigt ein Mädchen. Das Mädchen lächelt. Das ist Fanny. Das ist also Fanny. Ja, das ist sie. Ihr Vater hat sie gezeichnet. So ist das also. In dem Korridor eben habe ich Fanny das erste Mal getroffen. Sie war unglaublich freundlich und begrüßte mich gleich. Ich war irgendwie schüchtern und habe nach unten geguckt. Und dann hat Fanny ganz einfach meine Hand genommen und mich in dieses Zimmer gezogen. Sie zeigte mir diese Zeichnung und sagte, mein Papa, er ist ein sehr guter Zeichner. Ich bitte ihn, dich auch zu zeichnen. Danach sind wir zu den kleinen Hunden im Garten gegangen. So. Und ich die höre, wie er von den Erinnerungen an Fanny redet, das ist schon irgendwie seltsam. Diese Fanny auf dem Bild und die haben zusammen gespielt. Natürlich. D war ein Junge, der zur gleichen Zeit wie Fanny gelebt hat. Mein Freund D ist ein Junge, der vor 57 Jahren gestorben ist. Er lebt nicht mehr. Aber dann, für mich ist D jetzt fast schon so wie ein lebendiger Freund. Ashley? Was? Jetzt fällt mir es wieder ein. Was denn? Der es gezeichnet hat. Fannys Vater, nicht wahr? Ja. Es ist mir wieder eingefallen. Fannys Vater ist mein Onkel Henry. Fannys Vater ist Henry? So ist das also. Gut. Mehr gibt es in diesem Zimmer nicht. Deswegen gehen wir jetzt. Weißt du, die. Was? Du hast recht. Warum kommt Papa mich nicht einfach abholen? Ashley, warum kommt er nicht aus seinem Versteck heraus? Ashley, tja, Henrys Schlafzimmer. Ein tiefgrünes, staubiges Bett. Ein weißes, grünes Bett. Ein antiquierter Nachttisch. Da stehen Figuren aufgereiht. Auf dem einen Kasten sind Figuren. Jeder hat ein anderes Instrument. Eigenartig diese Figuren.
Ayo, ich hab dich auch lieb. In der Kommode ist nichts. Und im Schrank? Eine kleine Karte ist. Karte ist im Schrank. Das Karte erhalten. Halt, stopp. Da steht doch noch etwas. Auf dem Tisch ist etwas. Ein Foto in einem Stehrahmen. Es zeigt eine glückliche Familie. Ein ovaler Tisch aus feinem Holz. Da steht eine Flasche. Die Flasche ist verschlossen. Ah, da ist etwas drin. Kann man die Flasche öffnen? Geht nicht auf. Ich krieg sie nicht auf. Gut. Jetzt haben wir also zwei Rätsel aufbekommen. Und wir werden diese zwei Rätsel im nächsten Video lösen. Bis dahin. Ciao, ciao.